Yo Leute, Doppelpiece, hier ist wieder euer Twocker Tanzverbot. Das Cap trage ich heute einfach, weil meine Haare darunter fettig sind und ich hatte keinen Bock duschen zu gehen, um meine Haare zu stylen. Das ist viel einfacher, auch wenn es jetzt mit dem Licht ein bisschen blöd ist und das hier so dunkel ist. Aber vielleicht macht das mich so ein bisschen mystisch und die Leute denken sich so, oh Alter, was steckt dahinter? Warum ist das so dunkel? Nein, heute nach langer Zeit endlich mal wieder ein Product-Testing auf meinem Kanal. Das ist ja sehr beliebt bei mir, weil ich ja immer mit einer bestimmten Herzhaftigkeit und einer bestimmten auch Expertise, die natürlich vorhanden ist durch meine Erfahrung, an diese Produkt-Testings herangehe. Und deswegen stelle ich euch das Ganze mal vor. Ich weiß, einige Leute wird das jetzt abfacken, weil ich halt schon das, weil viele Leute auf YouTube schon ein Video darüber gemacht haben und es getestet haben. Aber wie gesagt, ich denke, dass ich in bestimmter Hinsicht noch mein Alleinstellungsmerkmal habe. Und deswegen denke ich mir, dass auch, wenn es jetzt schon zu spät ist, vielleicht ich es trotzdem einfach mache, weil ich denke, es ist gut. Kurze Werbeunterbrechung. Was? Das ist doch Pulp Fiction. Hä? Das sind doch Twitch-Emotes, die jeder kennt. Das ist doch schon wieder Pulp Fiction. Ich glaube, es ist Zeit, heute mit euch über einen neuen Werbepartner zu reden. Dieser Werbepartner heißt Displate. Displate ist ein Metallposterhersteller in sehr guter Qualität. Die gute Qualität sieht man auch, wenn man hinten rauf guckt. Und zwar, the Master of Production, der dieses Bild erstellt hat, hat seine Handsignatur hier hinterlassen. In dem Fall hieß er A. Grüße geht raus an A. Was auch sehr nice ist, ist die Befestigung an der Wand. Du musst nicht irgendwelche Dübel in die Wand machen oder irgendwelche Nägel reinhämmern, sondern du musst einfach nur diesen Klebestreifen hier ran machen. Dann machst du hier diesen Magneten ran und schon hält das Ganze magnetisch, weil das ist ja Metall, verstehst du, richtig geil. Und wenn du mal keinen Bock mehr hast auf dasselbe Motiv, kein Problem. Displate bietet dir 1,4 Millionen verschiedene Motive. Und wenn dich meine kleine Werbeanzeige jetzt dazu motiviert hat, dir vielleicht auch so eins zu holen, dann ist unten in der Beschreibung ein Link. Dort kannst du raufklicken und dort siehst du mein Profil auf Display. Dort siehst du auch die Collections, die ich eingesetzt habe. So, du kannst dort diese sehen und ich habe noch 3 andere gemacht oder 4 oder 5 andere. Und wenn du über meinen Link kaufst, also wenn du vorher auf meinen Link klickst, bevor du irgendwas kaufst, dann hast du mit 1 oder 2 Displays, die du kaufst, hast du 26% Rabatt. Und wenn du aber plus 3 holst, dann hast du 36% Rabatt. Und jetzt geht das Video weiter. Es geht um keine geringere Person als Shirin David. Ja, die hat ihren eigenen Eistee rausgebracht, den Dirty. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, viele Leute haben mich ja danach gefragt und ich war ein bisschen genervt im Stream, haben mich sehr viele Leute gefragt, was hältst du davon? Da habe ich immer gesagt, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Und deswegen dachte ich mir, verpacke ich das jetzt einfach mal in einem Video, damit ich darauf verweisen kann, was allerdings auch gut ist. So, ein neuer Eistee kommt auf den Markt und die Leute fragen mich, was ich davon halte. Was ja auch bedeutet, dass die Leute im Hinterkopf haben, ey, das ist jemand, der hat eine gehobene Meinung zu Eisteesorten. Und deswegen, ja, haben wir jetzt hier einmal nur so eine Standardsorte, die man einfach ausprobieren sollte, um die Marke auch näher für sich zu analysieren. Wir haben hier einfach Pfirsich. Pfirsich-Eistee, hier steht Red Peach. Finde ich ein bisschen, naja, finde ich ein bisschen unangenehm. Also feuchter Pfirsich, so, ich weiß, es ist schon sehr zweideutig, eigentlich schon eher eindeutig. Also man, jeder, der ein bisschen klar bei Verstand ist, weiß genau, was, worauf das hinaus soll. Also finde ich jetzt bei der Zuschauerschaft, die der Tee anspricht, finde ich das jetzt ein bisschen unangenehm. Aber naja, soll jeder machen, was er will. Und einmal Candy Shop, keine Ahnung, hier sind so Lollis drauf. Schmeckt wahrscheinlich nach Lolli, obwohl ich kein, ich habe jetzt keine Vorstellung im Kopf, wie ein Lolli schmeckt, so, aber das werden wir alles ausprobieren. Nochmal dazu, weil sich einige Leute aufregen, warum probiere ich denn so eine Standardsorten, wenn ich auch andere ausprobieren könnte? Ich bin Eistee-Pfirsich-Trinker seit Jahren, wenn nicht sogar seit einem Jahrzehnt. Ich trinke wirklich mein Leben gerne Eistee und Pfirsich ist einfach das, was ich am meisten konsumiert habe und deswegen denke ich einfach, dass meine Geschmacksknospen am meisten analysierend sein können, wenn ich das trinke, was ich kenne. Und dahingehend kann man natürlich auch sehen, in welche Richtung das Unternehmen schwenkt. Ob es jetzt einfach nur unter bestimmten Namen Geld verdienen möchte oder ob es wirklich versuchen will, etwas Revolutionäres vom Geschmack her auf den Markt zu bringen, unter anderer Rezeptur. Zuckergehalt 7,8 Gramm auf 100 Milliliter ist relativ normal für Eistee, also ist jetzt nichts Weltbewegendes. Gibt es hier irgendwelche Zusatzstoffe, die besonders sind? Zutaten sind Wasser und Zucker. Ja, und das sind halt die Hauptbestandteile von Eistee und da wird sich, glaube ich, in der Hinsicht auch nichts ändern. Ich muss hier erstmal ein Lob aussprechen. So. Ich kann mit Shirin David, keine Ahnung, also ich mag die ein bisschen mehr als Katja Krasowitsch, mit ihr kann ich ja überhaupt nichts anfangen. Aber ist auch nicht so mein Umfeld. Das ist halt so ein junge Mädels-Ding, so, die gucken zu ihr auf, die 12-, 13-, 14-jährigen TikTokerinnen, die sehen zu ihr auf, oh Mann, guck mal, sie ist so weiblich, oh, guck mal, was sie macht, wie sie sich für uns einsetzt. Ich habe kein Empfinden dafür, trotzdem kennt man sie. Ihre Musik ist manchmal ganz cool, aber ansonsten so mehr habe ich jetzt damit nichts zu tun. Was ich hier aber mal sagen muss, ist,
meine Dose rauszubringen, ist eine krasse Sache, weil da steckt sehr viel mehr Aufwand hinter, als wenn man einfach nur Tetrapack-Eistee rausbringt, weil hier ist ja auch ein Pfandabzeichen. Da steckt viel mehr hinter, als wenn man einfach Tetrapack holt. So viel weiß ich und dafür gibt es auf jeden Fall schon mal einen Respekt. Da steckt auf jeden Fall ein bisschen mehr Gedanken hinter, als bei einem Tetrapack. Ja, natürlich. Design ist jetzt nicht wirklich besonders so, also Dirty, ja, das ist halt ein Name, so eingetragener Name hier. Pfirsiche hinzumachen bei einem Pfirsich-Eistee ist jetzt auch nicht sonderlich kreativ. Was ich aber sagen muss, was ich gar nicht schlecht finde, jetzt mal abgesehen von der Umwelt, ist, dass hier oben nochmal so ein Ding drauf gemacht wurde. Also das ist einfach nochmal so ein Mitbringsel, um das Ganze nochmal so ein bisschen Eleganz zu vermitteln. Elegant ist auch der Preis. Man bezahlt für einen halben Liter bei Rewe im Durchschnitt 1,30 für einen halben Liter Eistee. Das ist schon fast auf Fidschi-Wasser-Niveau oder wenn nicht sogar noch. Nee, Fidschi-Wasser ist noch ein bisschen schlimmer. Ich habe hier als Vergleich einfach mal den Nesti Waldfrucht, den ich auch sehr gerne konsumiere. Das sind 1,5 Liter und der kostet 10 Cent mehr. Einfach nur für den Vergleich. Also man bekommt 1 Liter, also man bekommt dreimal das Produkt hier, bekommt man für 10 Cent mehr. Ja, schwierig, aber natürlich wollen dahinter bestimmt auch Leute verdienen und das ist ja ein Hype-Produkt, das Getränk holt man sich vielleicht nicht nur, weil es schmeckt, sondern auch einfach, weil man weiß, es kommt von einer bestimmten Person, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und deswegen reden wir nicht lange drum herum. Das hier finde ich ganz cool, wie gesagt, umwelttechnisch bestimmt nicht so gut. Hier war es leider nicht drauf, da hat es wahrscheinlich irgendein Junkie geklaut, keine Ahnung. Aber da wird es wahrscheinlich auch drauf sein. Und deswegen, wenn wir jetzt einfach mal anfangen, diese Dose zu öffnen, geschmackstechnisch wird das wahrscheinlich ein Tetrapack übertreffen, weil einfach eine Dose ist halt das, was vor Flasche kommt, vor Flasche, wisst ihr, so Tetrapack, so da können bestimmte Geschmacksstoffe können natürlich vom Tetrapack in das Getränk übergehen und hier ist man da schon auf der relativ sicheren Seite, deswegen mache ich das jetzt mal auf und wir hören uns gemeinsam das Geräusch an. Mhm. Ja, ganz normales Geräusch, wie man eine Dose halt aufmacht. Ja, sehr intensiver Eisteegeruch. Gibt es übrigens auch noch nicht so extrem viele Leute auf dem Markt, die Eistee in der Dose verkaufen. Also ich kenne, ich komme gerade nicht auf den Namen, das war auch so teurer Eistee gewesen. Hier dieser hellblaue, komme ich nicht drauf. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass man das wirklich so rausgebracht hat, weil das ist Aufwand, den man sich eigentlich nicht machen müsste. So, weißt du, um ein Produkt rauszubringen. Man hätte auch einfach einen Tetrapack rausbringen können und das hätte sich wahrscheinlich genauso gut verkauft, weil jeder den testen wollen würde. Wisst ihr? Sie hat übrigens im Vorverkauf 20 Millionen Stück verkauft an den Einzelhandel. Das müsst ihr euch vorstellen. Bevor jemand wusste, wie das Produkt ist, einfach nur durch ihre Aufmerksamkeit, die sie generiert, was sie als Person darstellt, hat sie an den Einzelhandel 20 Millionen dieser Dosen verkauft in Deutschland. 20 Millionen, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Das ist kranker Shit. Ich werde jetzt das allererste Mal von diesem Getränk kosten und ich bin gespannt, ob sie einen anderen Weg einschlagen oder ob es einfach nur ganz normaler Eistee ist. Also was man rausschmeckt ist, es ist Pfirsich-Eistee. Also man ist jetzt keinen ganz anderen Weg eingegangen und will jemandem was anderes suggerieren, was ein Pfirsich zu sein hat. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, die Dose macht natürlich eine Menge raus. Das dürft ihr nicht vergessen. Deswegen, wenn in einem guten Restaurant eine Cola in 0,2er Flaschen verkauft wird, dann hängt es damit zusammen, dass man das erwiesen hat, dass aus einer kleinen Flasche eine Cola besser schmeckt als aus einer großen oder gar aus Plastikflaschen oder sowas. Deswegen wirst du in geilen Restaurants auch nie eine Plastikflasche oder sowas sehen, weil der Geschmack ein ganz anderer ist, weil die Geschmäcker viel anders gehalten werden. Ich muss sagen, hier wird mir der Geschmack von Pfirsich gut übermittelt. Also wenn ich das trinke, habe ich wirklich das Gefühl, einen Pfirsich reinzubeißen. So, ich weiß nicht, wie viele von euch Eisteetrinkern wirklich schon mal einen Pfirsich gegessen haben, aber ich muss sagen, hier wird der Geschmack sehr gut rübergebracht. Ist jetzt nichts übertrieben krass Besonderes, aber ich muss sagen, dass sehr im Vordergrund der natürliche Eistee, der natürliche Pfirsichgeschmack steht. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe das Gefühl, dass man den Pfirsich sehr gut rausschmeckt. Also, dass man wirklich so, man trinkt den Pfirsich und hat irgendwie im Kopf gleich dieses Bild von einem Pfirsich, wie man da reinbeißt, dieses saftige, nicht dieser harte Pfirsich, der noch nicht reif ist, sondern der Pfirsich, wo du reinbeißt und dann hast du diesen Geschmack und dann kommst du mit den Zähnen so ein bisschen an den Kern ran und bist wieder abgefuckt. Ich muss sagen, der ist gut.
Der ist gut, aber sollte ja auch sein, wie gesagt, 1,29 ist natürlich ein happiger Preis, wenn man dafür auch 1,5 Liter von einer anderen Marke bekommt, die auch nicht billig ist. So, wenn wir jetzt von No-Name-Marken oder sowas reden, kriegst du dafür 6 Liter oder so, das darf man, oder 5 Liter, das darfst du nicht außer Acht lassen. Schmeckt gut, kann ich einfach so unterschreiben. Ich denke nicht, dass mein Personenkreis sich jetzt sowas holen würde. Ich bin ganz ehrlich, mir ist nichts unangenehm, aber mir war das unangenehm, das in meinen Warenkorb zu machen, weil das einfach, dieser Dirty, der spricht einfach meinen Personenkreis nicht an. Oder soll er vielleicht nicht, aber mir war das unangenehm, mir diesen Tee zu kaufen. Deswegen denke ich auch nicht, dass ich jetzt die meisten meiner Leute anspreche damit. So, das geht halt wirklich eher, glaube ich, an so eine jüngere weibliche Gemeinschaft. Gehe ich einfach mal davon aus, dass es eher die anspricht und die finden es auch nicht unangenehm. Für die ist es so ein Stilmittel oder sowas. Jetzt probieren wir hier noch Candy Shop aus. Kann ich als Geschmack nicht zuordnen. Ich bin gespannt. Kann ich mir wirklich nichts drunter vorstellen. Ja, das Aufmachgeräusch war jetzt auch ein ganz normales. Und man merkt sofort, es strömt so ein sehr intensiver südlicher Geruch raus. Also wirklich intensiv. Ich bin mit der Nase jetzt so ein Viertelmeter entfernt gewesen und ich habe es trotzdem gerochen. Das war jetzt hier nicht gleich sofort so. Du hast gemerkt, dass hier gleich die Aromen rausgeschossen sind. Hier sind auch nochmal deutlich mehr Prozent Zucker drin. Also 8,6 Gramm auf 100 Milliliter geht schon in Richtung Cola. Das ist natürlich schon krass. Und auch die Zutaten sind hier Wasser und Zucker auf Platz 1. Schade. Aber ich probiere das Ganze jetzt mal. Candy Shop wird wahrscheinlich relativ künstlich schmecken, weil was soll Candy Shop sein? Das ist ja nicht irgendeine Pflanze. Candy Shop ist ja jetzt nicht eine Pflanze, die irgendwo im Boden wächst. Ja. Jetzt. Oh Gott. Oh, das ist wirklich süß. Oh, das schmeckt wirklich süß. Kennt ihr das, wenn ihr an so, wenn ihr an so Verkaufsständen seid in so Jahrmärkten oder sowas und ihr an so einem Süßstand vorbeikommt, wo alles voll ist mit Zuckerstangen und sowas? Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich das hier trinke und rieche. Ja. Das schmeckt einfach nach Diabetes. Es schmeckt nicht schlecht, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es schmeckt schlecht, aber das hier löst sofort dieses ein schlechtes Gefühl mehr aus, weil es sehr süß ist. Es hat ein sehr es ist extrem süß. Dirty Candy Shop ist sehr süß und löst in mir sofort Diabetes-Gedanken aus. Das ist krass. Es schmeckt nicht schlecht, man kann es trinken, aber mit einem schlechten Gewissen. Und ich bin jemand, ich habe kein schlechtes Gewissen normalerweise. Hier kann ich jetzt hier... Das schmeckt viel neutraler. Du hast hier viel mehr... Hier wird dir viel mehr Gesundheit suggeriert. Ich weiß, es ist nicht gesund. Das ist alles chemisch. Ich weiß, ihr müsst jetzt nicht wieder reinschauen, wenn der Tanzi denkt, dass Eistee gesund ist. Ist er nicht. Aber hier habe ich einen viel natürlicheren Geschmack als bei dem hier. Aber so ist die Welt nun mal. Manche wollen das. Und wenn ich aber schon sage, dass mir etwas zu süß ist, dann hat das schon was zu bedeuten. Und ich bin der Meinung, Candy Shop ist wirklich sehr süß. Ja, und es schmeckt halt nach einem Lolli. Also so normalen süßen Lolli, wie man ihn halt kennt. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Alter, das ist echt süß. Ich habe jetzt diese beiden Eistees getrunken. Ja, ich bin überrascht, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin natürlich immer ein bisschen negativ eingestellt, wenn es so in diese Richtung geht, so Sharon David, so mit denen habe ich halt nicht so viel zu tun, bla bla bla. Aber der hier, der geht echt klar. Ich glaube, die Dose macht eine Menge aus, weil der Geschmack gut erhalten bleibt in der Dose. Und natürlich ist es auch gekühlt. Das sind die optimalen Bedingungen, unter denen ich das Ganze jetzt hier gerade teste. Dirty Peach schmeckt sehr gut. Ich finde hier dieses Red Peach, das finde ich unangenehm. So, das macht man einfach nicht. Fühle ich überhaupt nicht bei so einer Zuschauerschaft von 11, 12, 13-Jährigen, die ihr nacheifern, da hier irgendwie so eine sexualisierende Zweideutigkeit reinzubringen. So, naja. Soll jeder machen, wie er will. Man schmeckt auf jeden Fall den Pfirsich raus, das finde ich gut. Also man schmeckt immer Pfirsich raus, aber hier schmeckt man den Pfirsich sehr prägnant im Vordergrund heraus. Und das finde ich cool. Also man hat wirklich das Bild von einem Pfirsich im Auge und das finde ich cool. Candy Shop, keine Ahnung, schmeckt nach Lolli, ist wirklich süß. Schmeckt nicht schlecht, aber löst in mir wirklich ein schlechtes Gewissen aus, weil es ist einfach extrem süß. Deswegen kann man sich mal gönnen, so wenn man einfach das Erlebnis haben will, einmal von einer bekannten YouTuberin bzw. Musikerin einen Eistee getrunken zu haben. Für die Erfahrung lohnt es sich bestimmt im Alltagsgebrauch. 1,29 ist schon echt eine Menge für einen halben Liter Eistee. Aber so ist das nun mal. Alles klar, Leute. Mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Wenn ihr Bock habt auf weitere Produkttests, dann schreibt es doch ganz gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das Video guckt. Haut rein. Ich mache jetzt hier den Knopf aus, ja?